Es war ein Krieg. Und zusätzlich, ja, zusätzliche Beweislast, dass das alles ein Fake ist, ja, ist, also sie machen diese Schaufensterpuppen hin und her, die haben alle die Füße rasiert, ja. Wem werden, wenn er zur Hinrichtung geht, ja, die Füße rasiert? Kann mir das irgendwer mal sagen? Das ist nur ein Aspekt, ja, warum das Fake ist. Und der nächste Aspekt ist, ja, wenn man wirklich gegen Terrorismus ist und das Ganze dort eindämmen will, ja, mittlerweile ist es ja klar, dass man immer und immer wieder diese Leute, diese Verrückten für seine Interessen, für seine Zwecke als Staat einspannen möchte. Und natürlich werden sie dort finanziert. Sie werden finanziert von den üblichen Verdächtigen, ja. Nur der Skandal ist, man kann nicht sagen, ja, wir in Europa, diese ganzen Leute, die zurückkommen, ja, und die jetzt aufgabeln, ja, das dient nur dazu da, um einen Zeitungsbericht zu haben, um jetzt hier Terrorismus zu schüren, ja. Weil ich behaupte, es gibt gar keinen Terrorismus. Es gibt gar keinen echten Terrorismus. Das ist alles Hollywood. Wenn die wirklich die ISIS dort eindämmen hätten, würden, wollen, ja, dann dürften sie ja nicht einmal das Öl von denen kaufen. Wieso kauft die EU von denen das Öl billig? Wieso machen die endlich dort nicht die Grenzen dicht? Die Türkei, die macht ja dort mit, in den ganzen Orchester. Und das kann es doch nicht alles sein. Und das alles spielt sich ab vor unseren Augen und man wird nur belogen, belogen und belogen. Ja? Und teilweise, man sollte sich halt auf diese Themen konzentrieren. Mittlerweile in der Friedensbewegung, ja, da wird hin und her gestritten, wer was, welches Thema und hin und her. Das ist doch alles scheißegal. Wieso gehen wir nicht hin und gehen einen Schritt nach dem anderen? Wieso geht man nicht her und sagt endlich, wieso gibt es immer noch so scheiß Plastik im Supermarkt? Bei den vielen Studien, wo drinnen steht, wenn alles in Plastik verpackt ist, ja. Dass das, ich sage mal, nicht gesund ist. Und trotzdem, geht einmal in einen Supermarkt rein. Findet irgendetwas, was nicht in Plastik ist? Nein, gibt's nicht. Gibt's nur Plastik. Also 5% von den Waren sind nicht mit irgendwelchem Plastik in Verbindung. Wenn überhaupt. Und das Ganze verändert unseren Hormonhaushalt. Krebsraten gehen drauf. Ja, sogar das Perverse ist, sogar unsere Kleider, ja, damit sie so schön eine Farbe haben und alles, ja, das ist alles nicht gesund. Das ist alles nicht gesund. Ja. Aber es gibt Alternativen zu all dem, ja. Und das wird nicht einmal in Betracht gezogen. Na gut. Bedanke mich. Bernd, du machst es mir wirklich schwer. Ich soll jetzt da ein schönes Ende finden, sozusagen, nach dieser sehr bedrückenden Darstellung der Dinge. Ja, bitte. Also. Ja. Naja, dass es in der Welt schlecht ist, wissen wir eh schon. Na, jetzt nehmen wir mal die Infos und verbreiten die auch gescheit. Damit die Leute einfach Bescheid wissen und damit sie auch einfach wissen, wo sie sich bitte wenden können. Jeden Montag 18:30 Uhr vor dem Parlament können wir sich melden. Für alle, denen es gut geht und die einfach wissen, dass etwas schief läuft, dass es uns scheiße geht. Bitte melden, Montag 18:30 Uhr da. Wir müssen gar keinen Zettel ausfüllen oder so. Wir müssen sich auch gar nicht irgendwo anstellen. Wir sind eh schon da. Also, bis nächsten Montag und bitte schaut, dass ihr ein paar Leute mitnehmt. So, wir brauchen einfach Leute. Gerade noch im Winter. Wie gesagt, es gibt Punsch. Es wird Punsch geben im Winter. Gut. Gute Nacht. Jetzt kommt noch eine schöne Musik. Love is power. Love is power.
Love is peace. Love is happiness. Love is life. Love is power. Love is peace. Debatte.orf.at. Bitte einloggen und kommentieren. Danke.